Heute reden wir darüber, welch eine Macht darin steckt, jung und hungrig zu sein. Aber bevor du abschaltest und du denkst, das sei nur für die Jüngeren unter uns, dieses Video ist für alle, die den Hunger nach mehr in sich spüren. Egal ob du 20, 30, 40 oder über 50 bist. Erfolg kennt kein Alter. Das, was zählt, ist dein Verstand und der Wille, das Bestmögliche aus dir rauszuholen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick und ich helfe Menschen dabei, in allen Aspekten des Lebens das Beste rauszuholen. Also, los geht's. Die Macht der Jugend. Wenn du jung bist, besitzt du etwas, das viele Menschen übersehen. Die Freiheit, Fehler zu machen. Du hast wenige Verpflichtungen, keine offenen Kredite, keine Kinder oder sonst etwas, was dich bremsen könnte. Das bedeutet, du kannst Risiken eingehen, die sich langfristig auszahlen. Du kannst dich austesten, Projekte starten, scheitern, wieder aufstehen, ohne dass die Welt für dich zusammenbricht. Das ist ein Geschenk, welches du nutzen musst. Du hast die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die andere in deinem Alter nicht mal in Betracht ziehen würden, weil sie sich mit irrelevanten Themen der Gesellschaft leiten lassen. Willst du ein Unternehmen gründen? Mach es jetzt. Willst du die Welt bereisen? Jetzt ist die Zeit. Willst du deinen Traumkörper? Du kannst sofort starten. Die Freiheit, die du hast, ist unbezahlbar und sie wird nicht ewig halten. Also nutze sie, solange du sie hast. Wenn du es nicht tust, wirst du in Zukunft diesem Traumleben hinterherheulen und es bereuen, es nicht früher probiert zu haben. Das ist die Hustle Culture unserer Generation. Unsere Generation hat eine ganz neue Denkweise entwickelt. Und damit meine ich nicht nur die 20-Jährigen, sondern alle, die den Hunger nach mehr haben. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der du dich in einem herkömmlichen Job einreihen musst und kaum andere Chancen hast, um ein gutes Leben zu führen. Denn wir leben in einer Ära der Möglichkeiten, wo Erfolg anzustreben das neue Normal ist. Aber das ist nur die Oberfläche. Viele ältere Generationen sind in ihrem früher ausgewählten Weg gefangen, festgefahren in Überzeugungen, die in einer anderen Zeit entstanden sind. Sie glauben, dass finanzielle Erfolg nur durch jahrelange Überstunden in einem Job kommt, dass Stabilität wichtiger ist als Wachstum und dass Träume nur Träume bleiben. Wir haben aber bessere Voraussetzungen, denn unsere Generation hat extrem viele neue Möglichkeiten erschaffen, durch die du ständig dazulernen kannst und dich neu erfinden kannst. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, denn das, was auch langsam in unserer Generation ankommt, ist das Leben nach den alten Prinzipien. Das ist auch keinesfalls verkehrt. Ich selber lebe nach älteren Werten, wenn es beispielsweise um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Aber die heutigen Chancen nicht zu nutzen, wäre einfach nur eine Verschwendung. Wenn du doch so überzeugt von dir selber bist und du denkst, dass du für mehr bestimmt bist, warum nutzt du dann nicht die heutigen Möglichkeiten, um etwas zu erschaffen, was dich und deine Familie für immer befreien wird? Sondern denkst weiterhin, dass Geld mit Überstunden und harter Arbeit für jemand anderen verdient wird. Denn das sind alte Glaubenssätze, die man heutzutage eliminieren sollte. Lerne also die neuen Regeln oder gehe unter. Ältere Menschen tendieren oft dazu, zu glauben, dass sie das Leben verstanden haben, dass sie ihre Lektion gelernt haben und dass es nichts mehr Neues zu lernen gibt. Sie klammern sich an ihre alten Erfahrungen, als wäre es das Nonplusultra. Doch das Leben und die Welt hat sich weiterentwickelt. Die Welt ist digitaler und schneller geworden und diejenigen, die nicht bereit sind, sich anzupassen, werden zurückgelassen. Und das ist auch der Grund, warum du höchstwahrscheinlich deinen Großeltern beim Bedienen ihres Handys unterstützen musst. Denn sie haben abgeschlossen und wollen sich nicht mehr weiterentwickeln, beziehungsweise mit der Zeit gehen. Und das ist auch wahrscheinlich nicht nur seitdem sie alt sind, sondern meistens schon ab 25 und 30. Einem Warren Buffett bräuchte man nicht erklären, wie man ein Handy einrichtet, obwohl er genauso alt ist oder sogar älter als die meisten Großeltern von uns ist. Denn er ist mit der Zeit gegangen, hat sich angepasst und sich weiterentwickelt. Und dazu fällt mir ein gutes Sprichwort ein: Die meisten Menschen sterben mit 25 und werden erst mit 75 begraben. Und genau das ist es. Die Menschen hören schon dann auf zu träumen, zu machen und zu erschaffen. Aber wir sind Menschen und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, und stehen bleiben, holt die Zeit uns ein und wir entwickeln uns somit zurück. Warum ist aber das alles für dich relevant? Weil du vielleicht eines Tages zu dieser Gruppe Menschen gehören wirst. Du musst also bereit sein, ständig dazu zu lernen und ständig neue Wege zu erschaffen, denn es gibt keine Altersgrenze für Erfolg oder Entwicklung. Denn es gibt Menschen, die schon mit 16 Millionäre sind und Menschen, die es erst mit 40 schaffen. Und der Unterschied zwischen ihnen und die, die es nicht sind, sie haben nie aufgehört, hungrig zu sein, sie haben nie aufgehört, zu lernen und zu wachsen. Die Jugendvorteile. Junge Menschen haben meistens einen Vorteil, und zwar Energie und Risikobereitschaft. Während ältere Generationen oft darauf achten, das zu bewahren, was sie besitzen, sind Jüngere oftmals eher bereit, alles zu riskieren und etwas Neues zu erschaffen. Diese Bereitschaft, Risiken einzugehen, ist der einzige Weg zum Erfolg. Denn ohne Risiko kommt auch kein Reward. Und du hast die Energie,
16 Stunden am Tag zu arbeiten, nachts wach zu bleiben und deine Träume zu verfolgen. Und vielleicht merkst du es jetzt noch nicht, aber es wird bei jedem von uns die Zeit kommen, in der es für uns nicht mehr so leicht fallen wird, aufzustehen und für unsere Ziele zu arbeiten, denn du wirst müde und erschöpft sein von der Arbeit, du wirst älter und so weiter. Denn das ist der normale Lauf des Lebens. Deswegen ist diese Energie ein Geschenk, welches du nicht verschwenden darfst. Nutze sie, um deine eigenen Grenzen des Möglichen zu erweitern, um dann so den nötigen Grip zu entwickeln, alles auf eine Karte zu setzen, die dich dann letztendlich von der Masse abheben wird. Und die Karte, auf die du alles setzt, bist du selber. Dein Wachstum, dein Wissen, deine Skills. Umso besser du wirst, umso besser wird dein Leben. Also sorg dafür, dass du jeden Tag deinen Verstand weiterbildest. Aber was ist jetzt mit denen, die schon älter sind? Bleib hungrig. Egal wie alt du bist. Erfolg hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Einstellung. Du musst bereit sein, ständig zu wachsen, zu lernen und dich zu verbessern. Das ist es, was dich jung hält, egal wie viele Jahre du auf dem Buckel hast. Wenn es schon iOS 18 bei Apple gibt, warum möchtest du weiterhin iOS 8 benutzen, wenn dadurch dein Leben eingeschränkt ist, weil du nicht alle aktuellen Möglichkeiten ausreizen kannst? Ergibt wenig Sinn. Also bedeutet es für dich in der Praxis, dass du niemals aufhören darfst, nach Wissen zu suchen und dich selbst herauszufordern und weiterzubilden. Die Welt verändert sich ständig und wenn du nicht bereit bist, dich mit ihr zu verändern, dann wirst du irrelevant. Egal wie alt du bist, du kannst es immer noch lernen, du kannst immer noch wachsen und du kannst auch immer noch erfolgreich sein. Aber wie gesagt, dafür musst du kontinuierlich lernen, hungrig bleiben und immer, immer, immer nach mehr streben. Und das ist so wichtig, weil die Welt sich in einem Tempo verändert, welches schneller ist als je zuvor. Technologien entwickeln sich, Märkte verändern sich und wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern, wirst du zurückgelassen. Menschen, die das verstehen und wirklich verinnerlichen und das auch nutzen, haben einen immensen Vorteil, denn sie sind bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Wege zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Bestes Beispiel ist die KI in der heutigen Businesswelt. Die Leute, die sie nicht benutzen, haben einfach extrem viel unnötige Arbeit, die sie hätten viel schneller erledigen können durch diese KI-Tools. Aber weil sie eben eingeschränkt in ihrer Denkweise sind, nicht weiter lernen wollen, werden sie niemals den Vorteil davon für sich in Betracht ziehen. Und das gilt nicht nur für die Jungen, sondern für jeden, der den Willen hat, diese Fähigkeit vom kontinuierlichen Lernen zu entwickeln. Zu oft hören wir Menschen sagen, dass sie zu alt sind, um etwas Neues zu lernen oder zu alt, um einen Traum zu verfolgen oder zu alt, um ein Risiko einzugehen. Doch das ist nur eine Ausrede, um nicht handeln zu müssen. Die Wahrheit ist, dass das Alter nur in deinem Kopf existiert. Die Welt ist voller Geschichten von Menschen, die erst in einem gewissen Alter Erfolg hatten, in dem die meisten schon längst in den Ruhestand gegangen wären. Das heißt also, dass es an anderen Dingen liegt und nicht an dem Alter. Angst beispielsweise oder Faulheit, aber das möchte sich natürlich niemand eingestehen. Aber diese Leute bleiben dann auch einfach auf dem Seitenstreifen und schauen den Spielern des Lebens zu. Und daraus kannst du lernen, dass das Alter keine Rolle spielt. Du bist nie zu alt, um hungrig zu sein, nie zu alt, um deine Träume zu verfolgen. Wenn du wirklich willst, gibt es keinen Grund, warum du nicht das Leben führen kannst, das du dir schon immer erträumt hast. Die Prinzipien des Erfolgs bleiben immer die gleichen und jeder Mensch hat dieselben 24 Stunden. Also, die Welt gehört denen, die bereit sind, mehr zu tun, als von ihnen erwartet wird, weil das Leben zu kurz ist, um es im Durchschnitt zu verbringen. Die Welt ist voller Möglichkeiten und es liegt an dir, diese zu ergreifen. Du bist jung und hungrig, dann beweise es dir selber, wozu du fähig bist. Und wenn du nicht mehr so jung bist, dann werd dir jetzt bewusst, dass es nie zu spät ist, diesen Hunger wieder zu entdecken. Erfolg ist kein Privileg der Jugend, es ist das Ergebnis harter Arbeit, kontinuierlichen Lernens und einem starken Durchhaltevermögen. Und das war's für dieses Video, Freunde. Falls euch das interessiert, unten in der Videobeschreibung findet ihr eins meiner Unternehmen, welches vielen Menschen dabei geholfen hat, ihr Leben physisch, mental und finanziell zu verändern. Und ansonsten, gebt Gas, holt das, was euch als Mensch zusteht und weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns im nächsten Video.